Hallo, wir spielen bald Grasig am Neckar, zuerst in der unteren Oktave und dann in einer zweiten Version erhöht. Das Lied steht im Dreivierteltakt und beginnt mit einem Auftakt auf drei. Ich zähle zwei voraus und beginne mit der rechten Hand auf drei. Der Daumen liegt auf dem C, der erste Ton ist das E mit dem dritten Finger. Eins, zwei. Die Fingerzahlen sind, ich wiederhole, 3, 4, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 5, 2, 2, 5. Und einmal zum Mitspielen. 1, 2. Seite steht wieder ein Auftakt, ich beginne auf 3 und spiele dann weiter in der zweiten Zeile. 1, 2. Ich wiederhole das Gleiche mit Zahlen. 1, 2. Ihr merkt, die beiden Zeilen sind fast identisch. Am Ende der ersten Zeile unterscheidet sich etwas vom Ende der zweiten Zeile. Die linke Hand spielt dazu die Zweierakkorde G und C. Vorsicht, dieses Lied beginnt mit einem G-Akkord. Gleich mit der rechten Hand dazu. Ihr spielt nur die zwei Tonakkorde in der linken Hand. Eins, zwei. Gut gemacht. Schalte auf Pause. Und spiele es einige Male für dich, bis es flüssig bei dir läuft.